Was passiert, wenn du aus 30.000 Metern einfach nach unten fliegst? Kein Fallschirm, keine Rettung, nur die Erde und der Boden in Sicht. Wenn man aus 30.000 Metern runterfällt, sieht man den Boden nicht. Hey, wie meinst du? Wieso sieht man den Boden nicht? Ja, weil das viel zu weit weg ist. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaffen wir auf diesem Video 4.567 Likes. Stell dir vor, du bist auf dem Rückflug nach Hause aus dem Urlaub in einer Höhe von 10.000 Metern. Oh. Schon bald bist du daheim und wirst deine Familie wiedersehen. Auf einmal wird der Flugzeugrumpf von einem Blitz getroffen. Nein. Durch den Einschlag zerbricht das Flugzeug praktisch mitten in der Luft. Die Passagiere, die in ihren Sitzen festgeschnallt sind, fallen Richtung Erde. Dir wird klar, dass das dein Ende ist. Im Jahr 1971 ist genau das passiert. No! Die 17-jährige Juliana Köpke flog mit ihrer Mutter und 91 weiteren Passagieren über Peru. Die Tragödie ereignete sich in einer Höhe von 3 Kilometern. 10 Sekunden nach dem Absturz flog die junge Juliana mit einer Fallgeschwindigkeit von ca. 200 km/h Richtung Boden. Ihr Schicksal schien unausweichlich. Doch, sie überlebte das Unglück. Das Mädchen brach sich das Schlüsselbein und erlitt eine Gehirnerschütterung. Aber sie war am Leben. Was? Bäume, deren Äste ihren Fall abbremsten, waren ihre Rettung. Hä? Bedeutet das, dass man aus der Flughöhe des Vogels auch ohne Fallschirm überleben kann? Warte mal. Willst du mir gerade sagen, jemand hat aus 10.000 Meter 33.000 Fuß Höhe überlebt, runterzufliegen? Wegen ein paar Ästen? Schatz, wir machen überall Bäume jetzt in dieses Zimmer. Da hinten machen wir ein paar Birken hin. Da hinten machen wir ein paar Fichten hin. Hier machen wir ein paar Tannenbäume. Stimmst du mir dazu? Schlag doch meine Hand ein, als Zeichen, dass wir es machen. Ja, los! Nicht in deine, in meine! Anna ist nicht der einzige Mensch, der einen Sturz aus großer Höhe überlebt hat. Okay. Der Reisende und TV-Moderator Bear Grylls fiel zu Beginn seiner Karriere aus einer Höhe von 5.000 Metern. What? Bei einem Sprung in Sambia öffnete sich sein Fallschirm nicht. Er brach sich 3 Rückenwirbel und überlebte. Oh mein Gott! 15 Jahre später beschloss Bear, das Kunststück zu wiederholen. Genau in der gleichen Höhe während seines Sprunges durchtrennte er die Hauptfallschirmschlinge und löste einen Ersatzfallschirm aus, woraufhin er erfolgreich landete. Dieser Akt von Bear ist sicherlich riskant, aber es gibt Menschen auf der Welt, die noch viel verrückter sind. Okay. Am 30. Juli 2016 sprang der amerikanische Stuntman Luke Akins absichtlich in 7600 Metern Höhe ohne Fallschirm aus einem Flugzeug. Wieso? Wieso macht man das? Wieso macht man das? Zu diesem Zweck wurde ein ganzes Sprungtuch konstruiert, in dessen Mitte sich ein riesiges Gitter aus supermolekularem Polyethylen befand, das 30 mal 30 Meter breit war. Es war so hoch wie 20 Stockwerke, damit der Stuntman nicht auf dem Boden aufschlagen konnte. Wow. Lukes Herausforderung war es, fast 8 Kilometer weit zu fliegen, im Flug nicht vom vorgegebenen Kurs abzuweichen und genau in der Mitte des 8x8 Meter großen Gitters auf dem Rücken zu landen. Wer sich ohne Vorbereitung zu einem solchen Kunststück entschließt, wird höchstwahrscheinlich sein Ziel verfehlen. Digga. Um den Sturz zu lenken, wurden auf der Erde spezielle Lampen installiert, die den Landeplatz anzeigten. Okay. Und in Lukes Helm wurde ein GPS-Sensor eingebaut, der bei der geringsten Abweichung ein Signal abgibt. Mhm. Zusätzlich sprangen 3 weitere Personen mit dem Stuntman herunter. Keine Sorge, sie hatten Fallschirme. Okay. Einer von ihnen filmte das Ganze auf Video. Nein! Der zweite flog mit einer Rauchbombe, sodass man ihn vom Boden aus sehen konnte. What? Bro, der springt einfach aus, 8000 Meter Höhe unten und macht erstmal ein YouTube-Video draus. Was geht ab, Leute, Mann? Ich bin gerade hier im Runterfliegen. Ach, falls ihr neu seid, lasst ein kostenloses Abo da, Mann. Bei 54.000 Likes lande ich daneben. In einer Höhe von 1,5 Kilometern öffnete das Team seine Fallschirme und Luke fiel alleine weiter. Die Landung war erfolgreich. Was? Glaubst du, dass du diesen Sprung nachmachen könntest? Luke Akins ist bereits 18.000 Mal gesprungen. Was? Wenn du jeden Tag einmal springen würdest, würdest du 49 Jahre brauchen, um Lukes Rekord zu brechen. Nein! Der Stuntman hatte seinen Körper für diesen extremen Stunt vorbereitet. Wow. Bleib du also lieber auf dem Boden, damit du nicht zu früh aus dem Leben scheidest. 7600 Meter sind aber noch nicht das absolute Limit. Im Jahr 2012 sprang der österreichische Fallschirmspringer Felix Baumgartner aus der Stratosphäre auf die Erde. Mit seinem damaligen Sprung stellte er gleich 4 Weltrekorde auf. Dem Fallschirmsprung mit der größten Höhe, den höchsten bemannten Flug,
die längste Strecke im freien Fall und, am interessantesten, die schnellste Geschwindigkeit im freien Fall. Während des Fluges durchbrach Felix die Schallmauer. Boah. Er fiel mit einer Geschwindigkeit von 1357 Kilometern pro Stunde. Bro. Diese Geschwindigkeit erzeugen Überschallflugzeuge, die in geringer Höhe fliegen. Was? Speziell für den Fallschirmspringer entwickelten die Ingenieure einen Raumanzug, der eine eingebaute Sauerstoffversorgung hatte und vor Überlastung schützte. Okay, Bro, warte mal, ich habe eine ganz kurze Frage. Das ist vielleicht eine dämliche Frage und eine dumme Frage, aber Leute, wenn er die Schallmauer durchbrochen hat, macht es dann auch so laut Boom? Hat das Boom gemacht, als der da so durchgeflogen ist? Weil wenn so ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht, dann macht es so bom, 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 bom. Während wir alle überlegen und so, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Und im Dezember gibt es jeden Tag ein neues Video. Lasst mal ein Abo da, falls ihr neu seid. Auf Ehre, okay? Wenn ihr euch morgen umentscheidet, wenn ihr morgen keinen Bock mehr habt, könnt ihr einfach wieder gehen. Aber gebt mir mal die Chance. Der Fall zur Erde dauerte 10 Minuten. 10 Minuten? Ich habe gar nicht mitbekommen, wann ich genau die Schallmauer durchbrach. Man hatte mir gesagt, da würde eine Schockwelle durch meinen Anzug rauschen, aber die habe ich nicht gespürt. Wow. Ich habe auch keinen Knall gehört, weil der hinter mir passierte. Oh! Als ich dann meinen Fallschirm öffnete, hatte ich keine Ahnung, ob ich die Schallmauer durchbrochen hatte. Bro, da kommt echt ein Knall! Aber als ich landete, haben mir viele bestätigt, dass ich es geschafft hatte, weil sie den Knall auf der Erde hörten. Echt? Was? Einen neuen Rekord stellte im Jahr 2014 der Google-Mitarbeiter Robert Allen Oysterge auf. Merkt ihr, wie schlau ich bin? Aus einer Höhe von 42 Kilometern und landete erfolgreich. 42? Wenn du dich plötzlich ohne Raumanzug in der Stratosphäre befindest, wirst du höchstwahrscheinlich erfrieren, bevor du auf der Erdoberfläche aufschlägst. In der Höhe, aus der Robert gesprungen ist, ist es nicht so kalt. Die Temperatur liegt nahe bei 0 Grad Celsius. In einer Höhe von 40 bis 55 Kilometern über der Oberfläche befindet sich die Stratopause, ein Ort, an dem sich die Temperatur praktisch nicht ändert. Aber beim Sinken wird es immer kälter. In 25 Kilometern herrschen minus 56,5 Grad. Du wirst wahrscheinlich nicht sterben. Aber der wärmste Pullover wird dich nicht vor Unterkühlung bewahren. Bruder! Selbst wenn du im Flug heißen Tee trinkst, riskierst du eine Unterkühlung. Es scheint, dass ein Anzug mit Heizung und Sauerstoffzufuhr es möglich macht, ohne Probleme zur Erde zu gleiten. Wie gestört. Sogar aus der oberen Atmosphäre. Also lass uns höher steigen und einen neuen Weltrekord aufstellen. Noch höher! Was? Allerdings gibt es ein Problem. Nein! In der oberen Atmosphäre gelten andere Gesetze. Stopp, aus! Du kannst von dort aus nicht einfach auf die Oberfläche des Planeten fallen. Bruder, jetzt stopp, jetzt warten wir mal. Wieso will der noch weiter hochgehen? Wir sind doch hier schon an der Grenze. Jetzt fahren wir alle mal. Jetzt atmen wir mal tief durch. Ein, aus. Was ist seine Mission? Wieso will der noch höher? Der ist doch schon irgendwo im Weltraum, was? Wenn du zum Beispiel aus der internationalen Raumstation ISS springst, ja? Die in der Thermosphäre in einer Höhe von mehr als 400 Kilometern schwebt, wirst du immer wieder die Erde umkreisen. Mit anderen Worten, du wirst in die Umlaufbahn gezogen und wie ein Satellit unseren Planeten für eine lange Zeit mit kosmischer Geschwindigkeit umkreisen. Die Erde wird dich immer noch zu sich ziehen, aber der Fall kann ein Jahr oder sogar Jahrzehnte dauern. Während dieser Zeit wirst du durch die Sonnenstrahlung sterben oder einfach verglühen. Krank. Die Temperatur in der Thermosphäre kann bis zu 1700 Grad erreichen. Alter. Aber selbst wenn du in einem Superanzug steckst, wirst du keinen Monat im Orbit ohne Nahrung überleben. Ja. Ganz zu schweigen ohne Sauerstoff, der nur für ein paar Stunden reicht. Hier fliegst du mit einer Geschwindigkeit von fast 8 Kilometern pro Sekunde durch den Orbit. Das ist viermal schneller als die schnellste Gewehrkugel. Um auf die Erde zu gelangen, musst du nochmal um 4 Kilometer pro Sekunde in Richtung Oberfläche beschleunigen. Digga. Wenn du damit Probleme hast, hier ein Tipp. Setze ein Jetpack auf deinen Anzug, drehe die Triebwerke voll auf und los geht's. Geht das? Deine Reise wird kurz. Wenn du mit der ersten kosmischen Geschwindigkeit die untere Atmosphäre erreichst, wirst du aufgrund der Reibung einfach verglühen. Wow. Für deine Familie, die dich von der Erde aus beobachten wird, wirst du wie ein winziger Meteor aussehen. Lol. Wenn der Superanzug dich vor der Überhitzung bewahrt, dann kannst du weiter ums Überleben kämpfen und versuchen, in einem Stück zur Erde zu gelangen. Dieser Flug wird absolut beeindruckend für dich. Zum Beispiel wird in der Thermosphäre der Himmel nicht blau sein, sondern schwarz, wie im Weltraum. In dieser Schicht kannst du die Aurora mit deinen eigenen Augen sehen. In der Mesosphäre werden in deiner Nähe Meteoren verglühen. Weltraumkiesel, die zufällig unter dem Einfluss der Erdanziehung stehen. Lol. Direkt darunter wirst du durch eine permutartige Wolke fliegen können, die in allen Farben des Regenbogens schimmert. In der Stratosphäre triffst du auf einen Wetterballon, der Wetterdaten sammelt. Lol. Und dann siehst du Regenwolken.
So beginnt die Troposphäre. Was für ein Ding! Du bist auf dem Weg zur Erde. Es sind nur noch 10 oder 15 Kilometer zu fliegen. Du bist 3 bis 4 Minuten davon entfernt, auf der Oberfläche aufzuschlagen. Die Luft wird allmählich besser. Die Temperatur steigt mit jedem Kilometer an. In einer Höhe von ungefähr 4000 Metern kannst du endlich deinen Raumanzug anziehen. What? Und sicher zur Erde gleiten. Wie jetzt? Plötzlich läuft dir der Schweiß eiskalt über den Nacken. Als du deinen Raumanzug ausziehst, stellst du fest, dass du deinen Fallschirm auf der ISS vergessen hast. Oh oh. Wirst du die Landung überleben können? Oh oh. Wenn du dir dieses Video anschaust, während du aus dieser extremen Höhe fällst, dann mach Folgendes. Ja. Zuerst drehe deine Brust zur Erde, spreize deine Arme und Beine weit und lege deinen Kopf zurück. Auf diese Weise erhöhst du deinen Luftwiderstand und verlangsamst deinen Fall. Checke nun die Gegend. Wenn es in der Nähe einen Wald, Sumpf oder Schnee gibt, ziele dorthin. Baumäste, ein zähflüssiger Sumpf oder eine Schneeverwehung könnten dir das Leben retten. Echt jetzt? Wenn du das Pech hast, mitten auf das Meer zu fallen, dann wirst du nicht gerettet. Oh oh. Die Landung auf dem Wasser ist nichts anderes als auf dem Asphalt. Oh oh. Du wirst aufgrund der Oberflächenspannung einfach zerrissen. Au! Kurz bevor du den Boden berührst, rollst du dich zu einem Ball zusammen. Okay. Drücke deine Knie an deine Brust, senke deinen Kopf und bedecke ihn mit deinen Händen. Versuche nicht, kopfüber zu fallen. Ziele direkt auf die Mitte der Schneeverwehung. 3, 2, 1, bis zur Landung. Boom. Bist du noch am Leben? Perfekt. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen zu überleben. Ja, dieses Video hat mir auf jeden Fall geholfen zu überleben, aus 30.000 Meter runter zu fliegen. Dankeschön an dieser Stelle. Wirklich, vielen Dank. Ab jetzt, meine Damen und Herren, haben wir alles was gelernt. Wenn ihr jemals aus einem Flugzeug fliegt, dann macht euch zur Kugel und steuert auf einen Ast oder auf Schnee zu und dann werdet ihr überleben. So machen wir das, ja? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten, abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin raus. Arrivederci. Ciao aus. Pombaus. Auf Wiedersehen.